Ach man, irgendwie nervt mich das hier total. Ups. Dass die Nachbarn die ganze Zeit so rumschreien. Und ich werde jetzt nochmal ein Duplo essen, während die Tenor-Mission gestartet wird. John. Mann, hab ich satt, mein Leben zu retten. Hör mal, John, ich hab genug Jones. All diese knappen Dinger und wir haben immer noch... Ich weiß, wo Layla ist. Wir haben Infos, dass eine kostbare Fracht den Besitzer wechselt. Schätze, sie macht das für Jericho. Okay, wir finden Layla, wir kriegen Layla. Okay, gleich geht's los. So. Lass doch mal jetzt dein Gejammer sein, denn Layla ist unsere einzige Spur. Ich warte darauf, sie hochzunehmen, seit sie Jericho beim Ausbruch geholfen hat. Und jetzt, wo Ordell aus dem Spiel ist, gibt es keinen Grund mehr zu warten. Aber warum taucht sie jetzt auf? Sie weiß, dass du an ihr dran bist. Das ist keine Wissenschaft, Jones. Sie ist leichtsinnig oder wähnt sich in Sicherheit. Wen kümmert's? Nein, sie ist natürlich ein Köder, ist doch klar. Hey, pass auf. Okay, eine Falle. Okay. Oh, das kleine Kind da aus der Rumpel. Ich will jetzt nochmal durch die Werkstatt fahren. Ist sie das? Ich glaube nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Gehen wir näher ran. Eine Falle, John. Wir haben Gesellschaft. Bring uns hier raus, Mann. Zentrale, hier ist Wagen 4030. Fordere Verstärkung an. Wir werden angegriffen. Sind auf dem Weg zur Route 101. Roger, Wagen 4030. Halten Sie durch. Wagen 4030. Einige Kollegen haben was Neues zu ihrer Fahndung gemeldet. Ein schwarzer Hammer, der auf der Route 101 Richtung Westen fährt. Das muss Layla sein. Ganz bestimmt. Wir haben gerade andere Probleme, John. Nein, das ist unsere beste Chance, sie zu erwischen. Da vorne ist es. Was gibt's? Wagen 4030, Neues zur Fahndung. Schwarzer Hammer fährt zur Golden Gate Bridge, immer noch auf der 101. Verstärkung ist unterwegs. Ja, gut, war klar, also... Wir müssen sie finden. Ich muss einfach eine Checkpoint-Strecke abfahren. Jammern, es geht nicht um dein Ego. Tu's einfach. Und nebenbei noch die Leuten entkommen. Okay, das Nitro überfordert den gerade ein bisschen den PC. Gegner werden abgehängt. Oh nein, da kam ein neuer. Schade. Ach, also der... Diese Straße heißt 101. Das ist natürlich cool. Jo, das hier, dass ich die Teile zerfahren habe, passt irgendwie gerade voll zur Musik. Der Beat davon. So, da drüben ist es. Sie muss einfach da sein. Mach weiter, Mann. Wir haben eh keine Wahl. Ah! Lass uns den Sack zumachen, Tanner. Ich sehe eine Belobigung und einen großen Ort. Wie komisch. Ich sehe kalten Kaffee, nächtelanges Berichte schreiben. Lass mich doch träumen. Werden die Gegner wieder fast abgehängt und da kommt sicherlich gleich ein neuer. Ne, ich bin einfach zu gut für die Scheißmission. Oh, das war so geplant, keine Ahnung. Ach ne, es war so geplant. Nimm sie dir vor, John, und versteh es nicht falsch. Aua! Vergiss es. Fahr weiter. Ich brauch was Großes und Schweres. Jones kann ja auch Flachwitze machen, das ist ja mal cool. Große Trucks, was noch? Nehmen wir mal den hier. Layla! Bitch! Na los, John! Die Handschuhe aus und voll auf die Nase! Etwas, das schnell und schwer ist. Oh yeah. Kann ich von hinten übelst mit irgendwas da reinrasen? Oder auch nicht.
Und zwar werde ich jetzt mal wieder den Gegenverkehr machen und dann rein damit. Wissen und Sie eigentlich, wie sehr ich Ihnen vertraue? Ich weiß ganz genau, wie sehr der Typ mir vertraut. So. Onkel Tio, heute mache ich meine ersten Schritte auf dem Weg zum Patenhof. Bist du nicht ein bisschen jung? Papa wurde schon mit 19 zum Boss. Hey, yo. Der wird jetzt irgendwie Pate, hat er gesagt. Aha. Hä, waren das nicht eigentlich die Autos von den Gegnern? Naja. Die zappelt aber. Verfolgen wir die mal zum Revier und spielen ein bisschen guter Bulle, böser Bulle? Zeitverschwendung, Jones. Das ist nicht ihr erstes Rodeo. Sie wird gar nichts sagen. Vielleicht doch. Nein, wird sie nicht. Aber mit Layla aus dem Weg wird Jericho aus seinem Versteck kommen und sich selbst um mich kümmern müssen. Das ist dein Plan? Wir rumhängen und warten, dass Jericho uns jagt? Wir kommen zu nah ran und wir haben mit seinem Spielzeug gespielt. Glaub mir, er wird uns jagen. Aha. Layla ist keine Gefahr mehr, aber sie redet auch nicht. Alle unsere Spuren sind abgerissen, aber Jericho will immer noch, dass ich von der Bildfläche verschwinde. Vielleicht muss ich mich als Köder anbieten, könnte die einzige Hoffnung sein. Jo, es sieht man schon, dass es jetzt zum Battle kommt, episches Final-Battle oder wie auch immer. So, irgendwie werde ich mich mit dieser Scheißmission hier noch rumschlagen müssen. Das aber in einem Das und alles andere gibt es, wenn es wieder heißt Let's Play Drive San Francisco. Ciao.